Das ist übrig vom einstigen Stolz der Deutschen. Diesel-Pkw auf einem Schrottplatz in der Nähe von Hamburg. Die Fahrzeuge sind noch nicht sehr alt und noch lange nicht schrottreif. Aber ihre Besitzer trauen der Dieseltechnologie nicht mehr. Wie konnte es so weit kommen? Millionen Deutsche sind auf ihr Auto angewiesen, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit. Wer besonders weit fahren muss, entscheidet sich oft bewusst für einen Diesel. So wie Alexander Zimitsch aus Stuttgart. Der 38-Jährige arbeitet im Sicherheitsdienst eines Krankenhauses am anderen Ende der Stadt. Ohne Auto wäre er häufig aufgeschmissen, vor allem bei Nachtschichten. Jahrelang galt sein Diesel als besonders sparsam und deshalb umweltfreundlich. Zumindest war das eines der Werbeversprechen, mit denen die Hersteller ihn damals lockten. Ein Versprechen, auf das er vertraut hat. Das war für mich ausschlaggebend, viele Kilometer zu fahren mit einer Tankfüllung. Umweltfreundlich, ressourcensparend. Das war mein Gedanke. Seit einer Woche gilt praktisch in ganz Stuttgart ein Fahrverbot für ältere Diesel der Abgasnorm Euro 4, wie den von Alexander Zimitsch. Als Anwohner darf er noch bis zum 1. April an den Verbotsschildern vorbeifahren. Für die Zeit danach hat ihm sein Arbeitgeber eine Ausnahmegenehmigung besorgt. Ein schwacher Trost, denn sein Auto ist trotzdem nur noch die Hälfte wert. Ich zahle meine Steuern, ich bezahle meine Rechnungen und da sollte meine Werte auch sicher sein und nicht vom einen auf den anderen Tag praktisch wertlos oder nicht nur das wertlos, sondern auch nicht mehr nutzbar sein. Das ist wirklich eine ganz katastrophale Situation. So wie Alexander Zimitsch könnte es bald vielen Dieselfahrern gehen. Bislang gelten Fahrverbote nur in Hamburg und Stuttgart. In zahlreichen Städten wurden sie jedoch bereits gerichtlich angeordnet. Gegen mehr als 20 weitere Kommunen laufen die Verfahren noch. In all diesen Fällen hat die Deutsche Umwelthilfe geklagt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Ein großer Tag für Jürgen Resch. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe hat der Autoindustrie den Kampf angesagt. Seit Monaten tourt er durch Deutschland, eilt juristisch von Erfolg zu Erfolg. Sein Ziel: bundesweite Fahrverbote für ältere Diesel. Heute geht es um Gelsenkirchen und Essen. Wir möchten die saubere Luft ins Ruhrgebiet bringen. Wir haben heute blauen Himmel, aber es soll nicht nur optisch sauber sein, sondern wir möchten auch beim Dieselabgasgift Stickstoffdioxid den Menschen die Luftqualität bringen, die ihnen seit 2010 zusteht. 2010 wurde der aktuelle Grenzwert für Stickstoffdioxid eingeführt. Allein um dessen Einhaltung geht es vor dem Verwaltungsgericht. Für Jürgen Resch ist dieser Grenzwert der Hebel, um ältere Diesel aus den Städten zu verbannen. Guten Morgen, nehmen Sie Platz. Auch das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen entscheidet im Sinne der Deutschen Umwelthilfe. Das Urteil: ein Paukenschlag. Fahrverbote für Gelsenkirchen und Essen. Erstmals auch auf einer Autobahn. Die A40 in Essen. Bis zu 120.000 Autos täglich, viele mit Dieselantrieb. Eine der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands, nicht nur für Pendler, auch für den Fernverkehr. Ein Fahrverbot auf einer solch wichtigen Autobahn ist der Albtraum eines jeden Verkehrspolitikers und ein Triumph für Jürgen Resch. Ich glaube, das, was wir in den USA mit dem Recht auf Waffentragen verbinden, das ist dem Deutschen die Autobahn. Das heißt, ein Dieselfahrverbot auf einer der Hauptschlagadern im Ruhrgebiet, das ist die deutlichste Warnung, die ein Gericht aussprechen kann und auch das deutlichste Urteil, was man von der Qualität eines solchen Regierungshandelns hält, nämlich gar nichts.
Wie gefährlich für unsere Gesundheit sind die Abgase aus Dieselmotoren? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es? Und wie belastbar sind sie? Das Abgas eines Diesels ist ein Gemisch aus vielen verschiedenen Stoffen. Darunter zwei, die als besonders gesundheitsschädlich gelten. Feinstaub. Nur wenige Millionstel Millimeter kleine Partikel. An Straßen darf im Mittel eines Jahres der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschritten werden. Das entspricht 50 Millionstel Gramm. Stickstoffdioxid ist eine Verbindung aus einem Stickstoffatom mit zwei Sauerstoffatomen, abgekürzt NO2. NO2 entsteht bei allen Verbrennungsprozessen, bei Pkw vor allem in Dieselmotoren. Das Reizgas darf im Mittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm nicht überschreiten. Also 40 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft. Das Helmholtz-Institut für Umweltmedizin in München sieht enge Verbindungen zwischen Feinstaub und NO2 und war an der Festlegung des heute gültigen Grenzwertes für Stickstoffdioxid beteiligt. Er basiert auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Die Direktorin Annette Peters hat beim Grenzwert für NO2 ältere Statistiken ausgewertet. Die Weltgesundheitsorganisation selbst hielt die Datengrundlage für nicht ausreichend. Deshalb wurden zusätzliche Studien über die gesundheitlichen Folgen von Stickstoffdioxid aus Gasherden in Wohnungen herangezogen, auch wenn das nichts mit dem Straßenverkehr zu tun hatte. Am Ende wurde der Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 einfach geschätzt. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind Werte, bei denen man damals dachte, dass man mit diesen Grenzwerten die Bevölkerung wirkungsvoll schützen kann und dass die Luftqualität basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von 2005 dann optimal wäre. Diese Erkenntnisse basierten überwiegend auf der Auswertung von Krankheitsstatistiken. Das Helmholtz-Institut verglich in großen Studien Daten von Stadtbewohnern mit denen der Landbevölkerung. Die geringfügig niedrigere Lebenserwartung wurde mit der höheren Belastung durch Luftschadstoffe erklärt. Eine bis heute sehr umstrittene Schlussfolgerung. Unsere Studie, die wir im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt haben, hat ausgerechnet, dass es ungefähr 6.000 Todesfälle in Gesamtdeutschland sind oder ungefähr 50.000 Lebensjahre, die in der Gesamtbevölkerung verloren gehen. Diese angeblichen Opfer von Stickstoffdioxid wurden zur schärfsten Waffe der Umweltlobby im Kampf gegen den Diesel. Ein plakativer Werbespot der deutschen Umwelthilfe nutzt noch höhere Zahlen der Europäischen Umweltagentur. Tausende Tote durch Stickstoffdioxid? Wenn das zuträfe, müsste es viele davon Jahr für Jahr in Stuttgart geben. Die Stadt liegt in einem Talkessel. Regelmäßig werden die Grenzwerte für NO2 und Feinstaub überschritten. Bei besonderen Wetterlagen wird in Stuttgart sogar Feinstaubalarm ausgelöst. An Einfallstraßen warnen Schilder, fordern, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Besteht in dieser Zeit in Stuttgart ein besonders hohes Risiko für die Gesundheit? Das Krankenhaus vom Roten Kreuz in Stuttgart ist eine der führenden Lungenkliniken des Landes. Ihr ärztlicher Direktor hält nichts vom behördlich angeordneten Feinstaubalarm. Feinstaubalarm ist eine einzige Volksverdummung. Denn Alarm ist ein Zustand von großer und akuter Not. Der ist durch die Feinstaubbelastung, die wir derzeit in Stuttgart haben, mitnichten gegeben. Die Bevölkerung verbindet damit aber durchaus Gefahrenzustände und sagt, wir kommen nicht nach Stuttgart rein, wenn wir Krankenhaustermine haben. Ihr habt ja eine vergiftete Luft hier. Wir können Stuttgart nicht betreten und bleiben dann zu Hause. Martin Hetzel kennt Patienten aus eigener Anschauung. Grüße, Herr Keller. Herr Professor. Für ihn haben die rein auf statistischen Vergleichen beruhenden Studien des Münchner Helmholtz-Instituts mit der Realität nichts zu tun.
Es gibt keine Feinstauberkrankung der Lunge oder des Herzens und es gibt keine NO2-Erkrankung der Lunge oder des Herzens, die man im Krankenhaus antrifft. Das gibt es nicht. Es gibt auch keinen einzigen Todesfall, der kausal auf Feinstaub oder NO2 zurückzuführen wäre. Das sind konstruierte mathematische Modelle. Es ist einfach nicht plausibel, dass diese geringen Konzentrationen von NO2 und Feinstaub die Gesundheitsschäden und die Todesfälle verursachen sollen, die derzeit publiziert werden. Die Zahlen über vorzeitige Todesfälle werden vom Umweltbundesamt verbreitet. Dessen Experte Wolfgang Straff hält NO2 auch in niedrigen Dosen für gesundheitsschädlich. Er muss aber einräumen, einen Nachweis, dass NO2 alleine für die Tausenden von Toten verantwortlich ist, gibt es nicht. Ich denke, das kann man so natürlich sagen, weil es gibt ja tatsächlich keinen NO2-Toten oder NO2-Erkrankten, weil diese singuläre Verursachung durch diesen einen Schadstoff, die ist nicht beobachtbar. Was wir beobachten, sind Effekte in epidemiologischen Studien. Da können wir ganz klar sehen, aha, wenn mehr NO2 vorhanden ist, treten die Erkrankungen auf. Aber wir können nicht die eine Erkrankung runterbrechen auf die eine Ursache NO2. Verunsichert das Umweltbundesamt die Bevölkerung mit Zahlen über vorzeitige Todesfälle durch NO2, für die es keine gesicherte Grundlage gibt? Die amerikanische Umweltbehörde verzichtet bei Stickstoffdioxid bewusst auf solche Schätzungen, hält die wissenschaftliche Basis für unzureichend. Wir fahren ins Sauerland. Wegen der guten Luft wurden hier nach dem Zweiten Weltkrieg Bergleute aus dem Ruhrgebiet in dieses ehemalige Benediktinerkloster gebracht. Das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft ist bis heute auf Erkrankungen der Lunge spezialisiert. Lange Jahre war Dieter Köhler der ärztliche Direktor und Präsident der Fachgesellschaft für Lungenheilkunde der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Er bezweifelt die Erkenntnisse des Umweltbundesamtes. Man vergleicht also zwei Gruppen, zum Beispiel beim Stickoxid jetzt, NO2. Die Personengruppe, die auf dem Land lebt, im Vergleich zu denen in der Stadt, und stellt fest, dass da ein kleiner Unterschied in der Lebenserwartung ist. Die am Land leben etwas länger. Aber die können natürlich sich auch, wenn die sich ein bisschen mehr bewegen, weniger Alkohol trinken, etwas weniger rauchen oder irgendwelche anderen Dinge, die eben unterschiedlich sind, wenn man die nimmt, würde man das genauso finden. Also der Schluss, das jetzt dem Stickoxid oder dem Feinstaub zuzuordnen, ist wissenschaftlich gar nicht zulässig. Man macht aus einer zufälligen Korrelation eine Kausalität, für die es keine Begründung gibt. Im Gegenteil, man kann das sogar sehr gut widerlegen. Genauere Erkenntnisse könnten nur Versuche mit Menschen ergeben, die über viele Jahre hohe Dosen Stickstoffdioxid und Feinstaub einatmen. Aus ethischen Gründen gibt es solche Experimente nicht. Dieter Köhler verweist aber auf eine Art freiwilligen Großversuch mit Millionen von Teilnehmern. Wir haben den Raucher. Und der Raucher inhaliert große, große Mengen an Stickstoffmono und Dioxid. Der kommt auf Dosen von 500.000 bis zu 1 Million Mikrogramm pro Kubikmeter. Also der Grenzwert wird um viele, viele Zehnerpotenzen überschritten. Und das inhaliert der Raucher, und zwar lange. Viele Jahre. Irgendwann, weil Zigarettenrauch natürlich gefährlich ist, stirbt er vorzeitig. Das weiß man. Wenn man 40 Jahre lang raucht, stirbt man etwa 10 Jahre eher als ein Nichtraucher. Aber er fällt nicht sofort tot um. Das müsse er nämlich, wenn man diese scheinbaren Toten hat. Das heißt also, diese Mengen verträgt er und das macht ihm nichts. Diese scheinbaren Todesraten treten nicht auf. Also ist an dem Modell etwas falsch und damit ist es widerlegt. Welche Aussagekraft haben die Messungen zu Luftschadstoffen in unseren Städten? Die bekannteste Messstelle in Deutschland betreibt das Land Baden-Württemberg in Stuttgart am Neckartor. Sie schlägt immer wieder Alarm bei hohen Werten für Feinstaub und Stickstoffdioxid. Die Vorschrift für solche Stationen sagt, dass die Messungen aussagekräftig sein müssen für viele Menschen, die sich über längere Zeit in der Nähe aufhalten. Trifft das auf diese Messstelle zu? Sie steht eingekeilt in der Ecke eines großen Gebäudes, in einer Bodensenke und unmittelbar neben der Fahrbahn. Wir wollen herausfinden, welchen Einfluss dieser Standort auf die Messwerte hat und treffen am Neckartor Fachleute des Fraunhofer Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme.
Die Techniker bauen ihre eigenen Messgeräte auf, direkt neben der Station des Landes Baden-Württemberg. Professor Matthias Klingner leitet das Fraunhofer-Institut. Für ihn ist die Platzierung der Messstation direkt neben der Straße wissenschaftlich mehr als fragwürdig. Trickreicher kann man es nicht aufstellen, um Feinstaub-Grenzwertverletzungen zu messen. Die Vorschrift für die Aufstellung solcher Messstellen ist, dass man sie frei aufstellt, 270 Grad, wo sich im Prinzip die Abgase und die Emissionen aus den Fahrzeugen mischen können mit der Außenluft. Wenn wir uns anschauen, das steht in einer Ecke, da ist kein freier Austausch möglich. Den regelmäßigen Feinstaubalarm in Stuttgart hält Professor Klingner für Panikmache. Ein erheblicher Teil des Feinstaubs komme nicht aus dem Dieselmotor, sondern sei auf andere Faktoren zurückzuführen. Heute ist längere Zeit Regen gewesen. Am Boden ist der Feinstaub gebunden, auch aus der Luft gewaschen. Und wir messen heute wirklich das, was praktisch direkt aus dem Auspuff kommt, und zwar sowohl von den PKWs als auch von den LKWs. Das Feinstaubmessgerät zeigt an dem regnerischen Tag 7 bis 8 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. Ein Großteil davon kommt von den Bremsen und dem Reifenabrieb der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Nur ein geringer Teil stammt aus dem Auspuff. Dann bleibt etwa 1, maximal 2 Mikrogramm, was wirklich aus dem Diesel-Pkw stammt. Also es ist faktisch nicht messbar. Als nächstes messen die Techniker die Werte für Stickstoffdioxid. Mit den eigenen Geräten können sie schnell feststellen, dass die unmittelbare Nähe zur Ampelanlage sich massiv auf die Messwerte auswirkt. Auch die Messung zeigt, dass die Messstation sehr tricky aufgestellt ist, nämlich im Anfahrbereich der Kreuzung. Wir sehen hier viele Spitzen, und wenn wir die uns anschauen, dann sind das die Anfahrvorgänge der Autos, die nach der Rotphase anfahren. Und da brauche ich besonders viel Treibstoff. Und das sieht man hier. Eigentlich der Grund, weshalb solche Messstationen ein ganzes Stück entfernt stehen sollen von den Kreuzungen, um diese Anfahrvorgänge eben nicht explizit zu erfassen. Aber so erzeugt man eben hohe Stickoxidwerte. Wie verändern sich diese Werte, wenn man nur wenige Meter von der Station entfernt misst? Auf der Fußgängerbrücke über der Fahrbahn sind die Stickoxidwerte bereits um 10% geringer. Vor allem verzerren die Anfahrvorgänge an der Ampel nicht mehr so stark die Messergebnisse. Auf der anderen Seite der Fußgängerbrücke liegt der Stuttgarter Schlossgarten. Hier, rund 50 Meter von der Messstation Neckartor entfernt, sind die meisten Menschen unterwegs. Also der Messwert hat sich in der Tat halbiert, das weniger wieder weg von der Messstation. Das macht doch deutlich, dass ein solcher Messpunkt keine Auskunft gibt über die Luftbelastung in der Stadt, sondern eben wirklich nur an diesem Punkt. Und in anderen Ländern werden die Messstationen eben auch nicht so aufgebaut wie hier, sondern entfernt von den Straßen. Dann hat man eben unter Umständen keine Überschreitung und keine Fahrverbote. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ist verantwortlich für die Luftreinhaltung in Stuttgart. Nach Angaben der Behörde ist der Straßenverkehr mit Dieselfahrzeugen die Hauptquelle für NO2. Ihr Minister ist davon überzeugt, dass Fahrverbote nötig sind. Die Kritik an den Messungen weist er entschieden zurück. Die Messstation ist ja genau an der Stelle, weil dort Wohnhäuser sind. Deswegen ist das wirklich ein lächerlicher Einwand. Es ist genau geregelt. Man muss an einem Hotspot messen, man muss entlang einer wichtigen Verkehrsachse messen. Es ist auch das genau geregelt, dass sie nicht direkt an der Ampel stehen darf, sondern sie muss etwas abgesetzt sein. Genau das wird eingehalten. Wir haben das übrigens mehrfach überprüfen lassen. Ich muss sagen, jeder Wissenschaftler, der irgendwann mal was gehört hat von Feinstaub oder von Stickoxid, meint, er müsste sich da einmischen. Aber nicht alle sind kompetent. Wie stark belastet der Verkehr die Anwohner am Neckartor tatsächlich? Die Techniker bringen die Messgeräte in eine Altbauwohnung. Hier wohnen Studenten. Die Wohnung ist wegen der Lage an der großen Straße bezahlbar. Julian Oswald ist Sportstudent. Erst vor wenigen Wochen ist er vom Bodensee nach Stuttgart gezogen. Am Bodensee habe ich meine Ruhe, habe frische Luft.
hier unten in Stuttgart im Kessel ist natürlich was ganz anderes. Und gerade hier an der Straße, 6 Spuren, wenn da der Berufsverkehr voll boomt, dann ist natürlich schon einiges los. So, auch mit dem Lüften überlegt man sich dann zweimal, wann macht man das und wie lange lüftet man. Wir wollen wissen, wo die Luft schlechter ist. Auf dem Balkon oder in der Wohnung. Die Messgeräte werden in der Küche aufgebaut. Über den Schlauch saugt die Pumpe Luft aus dem Raum an. Die Messstation des Landes vor der Tür zeigt in diesem Moment rund 70 Mikrogramm NO2 an. Deutlich mehr als der Grenzwert. Die Werte in der Wohnung liegen aber noch höher. Das Messgerät zeigt zwischen 45 und 41 Parts per Billion, eine englische Maßeinheit. Der Wert entspricht umgerechnet mehr als 80 Mikrogramm NO2. Wie kann das sein? Die wahrscheinliche Ursache ist schnell gefunden. Eine ganz normale Gastherme führt zu hohen Stickstoffdioxidwerten in der Wohnung. NO2 entsteht bei nahezu jeder Verbrennung. Ein Versuch mit Haushaltskerzen zeigt es. Nach rund 10 Minuten ist der Wert für NO2 stark angestiegen auf 76 ppb, umgerechnet über 140 Mikrogramm. Mehr als das Dreifache des Grenzwerts in der Außenluft. Wer mit einem Gasherd kocht, stößt schnell in noch ganz andere Dimensionen vor. Spaghetti mit Tomatensauce auf 2 Flammen katapultieren den Messwert für Stickstoffdioxid in knapp 15 Minuten auf über 700 ppb, umgerechnet 1300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Mehr als das 30-fache des draußen geltenden Jahresmittelwerts. Das ist natürlich schon ein Stück weit schockierend und ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass ich jetzt, wenn ich koche, dann auch immer sofort die Balkontür aufmache, dass immer schnell frische Luft reinkommen kann. Für Kerzen und Gasherde gibt es keine expliziten Warnungen des Umweltbundesamtes, nur den Tipp, regelmäßig zu lüften. Ein besonders bemerkenswertes Messergebnis für Luftschadstoffe gibt es im niedersächsischen Oldenburg. Die dortige Innenstadt, eine autofreie Fußgängerzone. Gemessen wird an der Umgehungsstraße. Der Standort der Messstation wurde vom Land Niedersachsen festgelegt, sehr zum Leidwesen der Stadtväter. Denn die hohen Werte, die aus diesem schmucklosen Kasten herauskommen, gefährden das Verkehrskonzept der ganzen Stadt. Aufgrund dieser Messwerte wurde auch Oldenburg von der deutschen Umwelthilfe verklagt. Das hält die Stadtverwaltung für unberechtigt. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, dass hier diese realistischen Wind- und Durchlüftungsverhältnisse, die sonst in der Stadt herrschen, wahrgenommen werden. Wir sind sehr eng an einer Hauswand und wir sind extrem nah an einer einigermaßen vielbefahrenen Straße. Das sind so 2 wirkliche Problempunkte an dieser Messstation. Hier ist keine Wohnbebauung, hier leben wenig Leute, hier ist ein totaler Durchgangsverkehr von Fußgängern und Radfahrern. Also eine direkte Gesundheitsgefahr kann ich an diesem Punkt hier nicht erkennen. Auch beim jährlichen Marathonlauf waren die Messwerte hoch. Dabei fuhren an diesem Tag so gut wie keine Autos auf Oldenburgs Straßen. Denn die waren für Autos gesperrt, damit Läufer, Helfer und Zuschauer genügend Platz haben. An den Dieselfahrern kann es dieses Mal also nicht gelegen haben. Ein Phänomen, das die Stadtväter stutzig gemacht hat. Die Stadt wollte es genauer wissen und forderte den Umweltminister von Niedersachsen auf, den Standort der Messstation noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis, der Ansaugstutzen der Messstation hängt zu tief. Darüber hinaus machte die Stadt Oldenburg eigene Messungen mit Passivsammlern, kleinen Plastikröhrchen, die in der ganzen Stadt aufgehängt wurden. Das Ergebnis, die tatsächliche NO2-Belastung in Oldenburg ist offenbar deutlich geringer als gedacht. Wir schlussfolgern daraus, dass wir in Oldenburg eine Situation haben, dass genau an diesem Standort mit dieser Messstation ein Wert gemessen wird, der über den Grenzwerten liegt und dass wir an fast allen anderen Punkten im Stadtgebiet drunter liegen würden. Das hat schon Zeichen von Comedy, das muss ich schon mal so sagen. Also das hilft uns nur nicht. Wir müssen mit den Werten, die jetzt gemessen werden, operieren. Aber wir haben schon den Eindruck, dass ein Referenzpunkt in der Stadt, der den Grenzwert überschreitet, auch nicht gerade dazu führt, dass die Menschen das akzeptieren, was wir tun. Beim Dieselgipfel im Kanzleramt hoffen die Kommunen auf Hilfe von ganz oben. Angela Merkel hat die Dieselkrise zur Chefsache erklärt. Das Vertrauen in ihre Politik hat durch die Fahrverbote gelitten.
Als der heutige Grenzwert für Stickstoffdioxid zum ersten Mal diskutiert wurde, war Angela Merkel Bundesumweltministerin. 2010 wurde er in Deutschland gesetzt, da war sie Bundeskanzlerin. Wäre es nicht an der Zeit, diesen umstrittenen Grenzwert auf den Prüfstand zu stellen, bevor für das ganze Land folgenschwere Verbote erlassen werden? Frau Bundeskanzlerin, der aktuelle Grenzwert für Stickstoffdioxid, der wurde in Ihrer Amtszeit in Deutschland eingeführt. Es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, er sei zu niedrig und habe keine belastbare wissenschaftliche Grundlage. Hat die Bundesregierung das damals nicht genau genug geprüft? Doch, das, natürlich haben wir das überprüft. Und diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter beruhen, soweit ich weiß, auf einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Das ist nicht irgendeine Organisation. Und sie weichen auch von anderen Grenzwerten bezüglich der Arbeitsräume zum Beispiel ab, weil man natürlich davon ausgehen muss, dass vom Baby bis zum älteren Menschen sich jedermann im öffentlichen Raum aufhält. Und insofern sind diese Grenzwerte ja nicht nur von Deutschland, sondern auch von anderen Mitgliedstaaten mit beschlossen worden und beruhen also auf einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Was die Bundeskanzlerin nicht erwähnt, die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ist umstritten. Die amerikanische Umweltbehörde zum Beispiel hat sie nicht umgesetzt. In fast allen Bundesstaaten der USA gilt bis heute im Jahresmittel ein Grenzwert von 103 Mikrogramm pro Kubikmeter. Im besonders umweltbewussten Kalifornien sind es 57 Mikrogramm. Selbst mit diesem Wert gäbe es in Deutschland so gut wie keine Fahrverbote. Nur in Europa wurde die WHO-Empfehlung 40 Mikrogramm umgesetzt. Mittlerweile will die Bundesregierung Fahrverbote unter 50 Mikrogramm NO2 für unverhältnismäßig erklären. Ob das vor dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben wird, ist äußerst zweifelhaft. Das Recht schützt auch schlechte Gesetze. Und die Auswirkungen, die sehen wir derzeit. Legislative und Exekutive werden derzeit von den Geistern gejagt, die sie selbst hervorgerufen haben. Und die Geister, die sehe ich in der deutschen Umwelthilfe, die sich auf geltendes Recht berufen können. Für Jürgen Resch ist das neue Ziel der Bundesregierung eine Provokation. Er würde den Grenzwert am liebsten noch weiter absenken. Dieser Grenzwert ist eigentlich viel zu lax. Es sind 800.000 Menschen, die jedes Jahr an Stickstoffdioxid erkranken, nach Berechnungen des Umweltbundesamtes. Das ist Populismus. Das ist unseriöser, ideologiegeleiteter Populismus. Man kann durchaus die Vorstellung haben, und das ist die Ideologie, die hinter der ganzen Aktivität steckt, dass man den Verkehr aus den Städten verbannen möchte. Das kann man tun. Aber die Methode sollte nicht sein, dass man Grenzwerte festlegt, die keine wissenschaftliche Grundlage haben. Sonst wird aus dem ersten Dieselskandal ein zweiter Dieselskandal. Wenn die gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, wissenschaftlich nicht begründet sind, dann unterliegen wir einem Irrtum. Und Irrtümer lassen sich in der Geschichte nicht dauerhaft durchhalten. Wenn es tatsächlich ein Irrtum der Geschichte ist, ist es einer der teuersten seit langer Zeit. Und einer, der Millionen Dieselfahrer hart trifft. Ist es wirklich sinnvoll, diese noch längst nicht schrottreifen Dieselautos zu entsorgen? Alles durch die Bank. VW, Mercedes, Ford, Opel. Ole Hellbach könnte sich eigentlich darüber freuen, dass das Geschäft brummt. Trotzdem findet der Autoverwerter die Situation absurd. Wir machen Autos, die sind gerade mal 10 Jahre alt oder 9 Jahre alt. Da sagt eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, wenn der nicht einen kapitalen Motorschaden hat, dann muss der noch auf der Straße bleiben und hätte noch ein paar Jahre fahren müssen. Hat die Debatte um den Diesel den Boden der Tatsachen längst verlassen? Wäre es nicht höchste Zeit für eine ehrliche Diskussion um die Vorzüge und die tatsächlichen Risiken dieser Technologie? Die kalte Enteignung tausender Autofahrer jedenfalls ist keine Lösung für das Dieseldesaster.